Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen wieder hier zurück in unserem kleinen, aber feinen Medieval-Abenteuer. Das letzte Mal haben wir ja hier, sag ich mal so, unsere Höhle angefangen. Und da ist jetzt eben die Idee, das bleibt so der Eingangsbereich später zu der Höhle, so, ja, Empfang will ich jetzt nicht sagen, aber ja, so Eingangsbereich, dann vielleicht auch später ein paar Wachen hinstellen. Und dass wir hier jetzt einen großen Gang nach unten graben, wo dann quasi die ganze Musik spielt. Ich habe auch mal so ein bisschen geschaut in einer kleinen Testwelt. Wir haben hier die Mine Colonies App drauf. Und da können wir quasi wirklich unser eigenes kleines Dörfchen erstellen. Mit Graveyard und mit einem eigenen Rathaus. Die Villager oder die Einwohner können dann auch verschiedene Berufe annehmen. Die Minen, die Häuser bauen. Farmer, die sich um die Tiere kümmern und all so Sachen. Und ja, das wird dann quasi so unser Leben unter Tage. Aber ich werde jetzt erstmal anfangen, hier ein bisschen auszugraben für den Weg nach unten. Ich denke mal, das wird ein schöner vier großer Weg. Also es soll natürlich schon imposant werden später. Also da können wir jetzt auch gleich richtig hier anfangen, einen schönen großen Gang nach unten zu graben. Aber das mache ich natürlich jetzt nicht alles on-stream, weil das wäre natürlich ein bisschen zu langweilig auf Dauer. Ich werde das außerhalb der Aufnahme machen und euch dann das Ergebnis zeigen. Ach so, und Leute, was ich erst, sag ich mal, rausgefunden habe, dann jetzt beim Testen. Wir haben hier wirklich eine komplette Seite, wo wir ja uns aufleveln können. Also wir können Stärke leveln. Also das ist wirklich ein richtig schöner, ja, RPG-Aspekt, sage ich mal, dass man seinen eigenen Charakter aufleveln kann, sogar auf Luck. Ja, wir gehen mal auf Stärke. Wir sind schon Level 4, also leveln wir auf jeden Fall mal in Stärke etwas rein. Und etwas in Health. Da haben wir jetzt ein Herz schon mal. Ein halbes Herz. Entschuldigung, jetzt haben wir ein komplettes Herz mehr Leben. Und ja. Mal schauen, wo uns das Ganze noch hinführt. Und während ich so abbaue, kann ich ja noch mal etwas Schönes announcen. Ich hatte es schon mal in einer Going Medieval-Folge, glaube ich, erwähnt, dass ich in näherer Zukunft, sage ich mal, etwas verändern wird hier bei uns auf dem Channel. Und es kommt immer näher. Also ich hatte, glaube ich, schon angeteasert, dass wir Hallo? Ja, der Herr, was... Erstens, wie kommen Sie hier rein? Rotten Flash, ein Ohr. Okay, also der hat gar nicht mal so schlechte Traits. Na gut, die Sachen habe ich jetzt noch nie, aber... Trotzdem, der Herr. Wie kommen Sie hier rein? Ja, egal, wo war ich stehen geblieben? Genau. Es kommen quasi, oder so ist es geplant, zwei neue Personen mit zu uns ins Team. Da müsste auch bald das erste Video kommen mit einer neuen Person. Und zwar dem lieben Marvin, dem lieben Nastromp. Und er wird sich quasi um das ganze Thema Hand Showdown kümmern. Das ist quasi mehr oder weniger so, ja,
Shooter will ich es nicht nennen, weil es ist, ja, also es ist auf jeden Fall kein Shooter like COD oder Battlefield. Hey, jetzt sei mal nicht so unfreundlich. Sondern da muss man schon ein bisschen taktisch vorgehen. Und aber wenn ihr da noch nicht wisst, was es ist oder so, er hat auf jeden Fall im ersten Video eine kleine Vorstellung mit drin, was das Game ist. Und genau, das sollte demnächst eigentlich auf dem Kanal kommen. Und das andere Announcement, das, ja, bleibt noch eine kleine Überraschung, sage ich mal, bis es wirklich soweit ist. So, meine Freunde, das ist jetzt ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe, so als schon mal kleinen Vorgeschmack. Das ist jetzt so an sich für einen normalen Spieler wäre das keine übelste Höhe, sage ich mal. Aber wir sind kleine Zwerge, da ist das eigentlich schon gut. Obwohl ich überlege, dann vielleicht doch die Decke nochmal eins höher zu machen. Aber wenn, dann etwas später, weil ich würde hier die erste Treppe noch nicht so ins Unendliche runterstürzen, sage ich mal, sondern erstmal hier so auf der Höhe ungefähr eine schöne große Höhle ausheben und da schon mal anfangen, mich einzurichten. Und dann können wir ja immer noch, wenn wir es brauchen, viel tiefer gehen, um dann halt auch monumentarischere Gebäude hinsetzen, sag ich mal. Also das wird auf jeden Fall nicht so in diesen Dimensionen bleiben, sag ich mal. Also ich habe da noch ein bisschen was im Hinterkopf, was ich da, in welche Richtung ich so ungefähr gehen will. So, nur mal als kurze Rückmeldung. Wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Freunde, jetzt habe ich hier auch den Gang erstmal fertig gegraben. Und das ist dann quasi so jetzt erstmal die Höhe, mit der ich weiterbaue. Ob ich überall jetzt die Fackeln so mache, weiß ich nicht, aber in dem Gang runter fand ich es eigentlich ganz gut. Vielleicht wechseln wir das später, wenn wir die Ressourcen haben, einfach auch mit Laternen aus. Aber das kommt alles mit der Zeit. Jedenfalls bleibt das jetzt erstmal so. Als nächster Step, da fängt gerade auf einmal die Musik an. Nächster Step wäre dann quasi hier eine große Halle auszugraben. Aber ich denke, das wird dann in der nächsten Folge passieren. Bleibt also gespannt, wie es hier weiterläuft. Bis zum nächsten Mal und ciao!